Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Yay, wir haben den Mechanisten besiegt, in Anführungszeichen. Guck mal, die hat hier sogar... Die haben sogar Robohirne angestellt, um hier Dings zu bedienen. Das ist... Oh, wie viele Hirne hier noch sind. Die waren aber echt in Massenproduktion, Freunde. Das ist ja wirklich heftig, Mann. Das ist ja wirklich, wirklich heftig. Und traurig irgendwie. Im ganzen Control Center alles voller Robohirne. Und da soll ich die Anlage jetzt übernehmen. Ich meine, hey, wenn ich hier eine Siedlung aufbauen kann, fände ich das genialst, Leute. Machen wir mal. Gucken wir uns mal an. Master Steuerungsterminal. Jetzt werde ich von hinten abgestochen von ihr oder so. Zum Glück reicht noch meine Panzerung. Nutzeradministrator. Warnung, Sicherheitsalarm Epsilon 6 aktiviert. Kritische Energieabfall entdeckt. Alle Systeme offline. Sicherheitsalarm aufheben. Ich kann jetzt die Werkstatt von das versteckte Mechanismus nutzen. Rede mit Isabel, rede mit Ada. Okay. Scan nach Valentin, ziehen entdeckt, schaltet Valentin aus. Cool. Diese Einrichtung untersteht nun ihrer Kontrolle, Administrator. Stromerzeugung arbeitet mit 93,2% Effektivität. Cool, Fertigbandsteuerung? Von Robco Fertigungsbandsteuereinheit, Wette wenden sich an. Sicherheitstürsteuerung. Max-Lock-Sicherheitstürsteuerinterface konnte nicht gestartet werden. Ja, wir können also nichts damit machen. Toll. Außer, dass das alles jetzt uns gehört. Das sieht ein bisschen dämlich aus, wie der auf den Schaltern rumtippelt. Und auf den Leuchtdioden. Wow. Hauptsache nicht nachdenken. Isabel, das sieht auch nett aus, aber... Hm. Hi. Hey, noch eine Sache. Wenn du einen Moment Zeit hast. Klar. Was gibt's? Eine Sache, noch schnell. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und ja, gerne als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin. Wollte ich dir das hier geben, Rüstung? Als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanis, den ich gemacht habe. Rüstung des Mechanis reduziert durch Roboter verursachten Schaden um 15%. Das ist gar nicht mal schlimm. Wow, 72. Ich hoffe, das ist kein... Doch, das ist ein Komplettanzug. Schade. Und der Helm. Charisma und Intelligenz. Oh, nett. 13. Charisma und Intelligenz, sehr gut. Du willst das wirklich nicht mehr? Nein. Es ist ein Teil der Vergangenheit, den ich vergessen möchte. Ich muss nach vorne schauen. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Sicher. Super. Schauen wir mal. Ja, da draußen ist noch einer. Hoffentlich kein allzu großes Problem. Das sind wieder kleine Mini-Quests wieder. Ja, zerstören absolut den Roboter, okay. Ach, Ada, du kannst auch gerne hier bleiben, wenn du das möchtest. Kleidung. Der Helm ist nur ein Helm. Das ist klar, den könnte ich jederzeit anziehen und der ist natürlich auch besser als das, was ich gerade trage. Ich habe nur ein Militärbarett an, ganz normales. Das bringt nur ein bisschen Wahrnehmung. Und der Helm bringt mir Charisma und Intelligenz. Intelligenz heißt mehr XP. Die Uniform ist natürlich wieder alles. Die Rüstung wäre auch alles, ne? Ich kann das nicht tragen, solange ich die Powerrüstung trage. Oh, ich muss es anstelle der Powerrüstung tragen. Wow. Ja, aber dafür ist das echt lame. Das wird nicht der SB-Kampfanzug sein, ne? Hey, ich will mit dir auch mal reden. Oh, ach so, deswegen heißt du Spark. Okay. Armes Vieh. Hey, wie kann ich dienen? Hey, Ada. Hangman's Eddie wird angegriffen schon wieder. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Ich habe ihr die Augen geöffnet. Sie tritt ab. Also war der Mechanis tatsächlich fehlgeleitet. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Die Robohirne waren verantwortlich. Ihre verdrehte Logik ist an all dem schuld. Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Vielen guten Menschen brachte der Mechanis Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche... Gräueltaten ermöglicht hat. In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hat einen Fehler gemacht. Einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth jetzt sicherer ist.
Hätten wir die Roboter des Mechanist nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Wie süß. Alle Roboter-Mods freigeschaltet. Yeah, und Restoring Order. Bekommen. Yay, wir haben alle Mods freigeschaltet. Wirklich? Ist ja ein bisschen lame. Warum habe ich die dann vorher gesammelt? Die Frage ist... Wir können hier Siedler anbringen. Oh, wie geil. Guck mal hier. Und das ist alles überdacht und so. Und wunderschön. Cool. Ja, dann... Aber es geht nur bis hierhin. Okay. Fracht er auch zu? Okay. Aber, das werde ich machen. Wir werden hier auf jeden Fall Betten und sowas hinstellen und hier Siedler ansiedeln. Weil ich meine, warum nicht? Das ist mit einer der sichersten Orte überhaupt. Auch wenn wir hier noch nicht so viel haben. Aber dann kann ich eine Route einrichten, die hier hinführt. Eine Versorgungsroute. Und, warte mal, ich brauche jetzt... ich glaube... Nein, nicht Schutz. Ich brauche Energie, sonstiges. Wo ist der Funkleitstrahl nochmal? Ne, das ist es nicht. Aber ganz schön viel kranker Scheiß, ne? Nee, was brauche ich denn? Wo war der Funkleitstrahl? Ressourcen? Sonstiges? Ja. Okay. Hier ist eine Sirene. Meh. Wo ist der scheiß Funkleitstrahl hin? Ich weiß es doch nicht. Oh, aber wir können hier auch einen Brahmins ansiedeln. Ich meine, warum nicht? Ich meine, gibt nichts zu fressen, aber das ist ja nicht unser Problem. Alarmglocke, eine Alarmsirene, ne. Problem ist, wo kriegen wir hier Wasser und Nahrung her? Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Außer wir können das über eine Route machen. Das ging vielleicht. Das ging vielleicht. Können wir hier vielleicht... Ne, wir haben auch kein Beton gerade. Wasserpumpe, Strom betrieben. Hier gibt es einfach nichts, wo man die eins ansetzen kann. Ne? Das heißt, ich kann hier auch keine Nahrung produzieren. Das ist ja ein bisschen schade. Den Schutt können wir aber entfernen. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade, finde ich, weil eigentlich könnten wir hier doch gut was ansiedeln. Perfekter Ort, ist sehr geschützt alles. Ist leider nur kein, ja, kein Essen da. Kein Wasser. Verdammt. Nee. Dann lassen wir das erstmal. Was war das? Waffenwerkbank. Ne, das kenne ich alles schon, okay. Okay, cool. Läuft, läuft, läuft. Zur Not kann man die Betten wieder kaputt machen, ist ja wurscht. Okay, wofür ist der Generator da, frage ich mich. Für die Scheinwerfer da oben. Ja, der ist nur für die Scheinwerfer zuständig, okay, cool. Hier können wir auch nichts machen. Dann, wo geht's hier raus? Eigentlich nur da hinten, ne? Ach ja, hier ist die Tür, dass man da reinkommen kann oder rausgehen kann. Okay. Nö, hier geht's raus. Dann ist das hier der Ausgang. Obwohl, warte mal. Hier war doch noch einer, dachte ich. Hier sind wir reingekommen. Weil die Abriegelung aufgehoben wurde. Da oben geht's nicht lang. Und da oben kommt man auch nicht rein. Schade. Okay, nö, dann gehen wir hier lang. I don't know. Ist ein bisschen komisch, ich verstehe nicht, warum man hier ansiedeln kann. Wenn hier doch gar nicht so wirklich was ist. Ja, das mache ich immer. Ada, das mache ich immer, da musst du dich dran gewöhnen. Kommst du jetzt hier rein? Ada, komm. Hey, ich helfe hier drüben weiter, wenn ich kann. Och, Ada. Da muss halt spawnen, ist mir wurscht. Tschüss. Okay, aber interessant diese Story hier, dass die arme Frau eigentlich nur helfen wollte, wirklich. Und im Endeffekt dann damit nur den Tod gebracht hat, weil sie ihre Assets falsch eingeschätzt hat. Traurig, traurig, traurig. Ach hier. Nee, hör, war ich hier nicht schon? Ganz sicher nicht, wenn hier noch so viel Superkleber rumfliegt. Weil den hätte ich definitiv... Oh, guck mal, hallo Ada, du bist ja wieder gespawnt. Den hätte ich definitiv doch mitgenommen. Wow, eine gut aufgerüstete Waffe. I like. Kann gut kaputt machen. Schmutziger Armeehelm. Gunner, Gunner, wirklich? Wie habe ich denn die Gunner hier rein verirrt? Ich nehme nicht gerne sowas wie Fancy Lads Kuchen oder so ein Crap mit, weil. Die bringen nicht viel. Da bringt mir Wasser mehr.
Hier komme ich direkt raus. Das ist gut, dass es immer diese Abkürzung direkt nach draußen gibt. Das finde ich gut. Finde ich sehr angenehm. Tatsächlich ein Organ des Kinderzentralprozessors. Jetzt wissen wir auch, was für Gehirne. Verbrecher, deswegen. Ich meine, hey, wenn die Tendenzen zu Gewalttaten nicht nur aus der Persönlichkeit kommen würden, sondern auch aus, also aus dem, was man Erfahrungen und sowas gesammelt hat, sondern auch aus den Mustern im Gehirn selbst. Wo zur Hölle bin ich? Ach, hier hinten. Nee, hä? Bin ich ganz woanders? Ich sehe kein Dings am Himmel. Doch, da hinten. Oh, oh, ich bin ganz schön weit weg. Wow. Oh, das war eine große Anlage im Untergrund. Nett. Sehr, sehr nett. Ich will nichts mehr sammeln, aber ich muss, Leute. Da könnte noch was für uns drin sein. Eine Glühbirne. Wir brauchen unbedingt eine Glühbirne und einen Kickball. Der aus irgendeinem Grunde nicht gefüllt ist. Wer auch immer den hier geleert hat. Ich habe nämlich das Gefühl, hier sind wieder Fallen drin. Hier sind sehr, sehr, sehr gerne Fallen drin. Aber hier sind auch so geile Sachen drin. Und von daher muss das jetzt mit, bis ich fast überladen bin. Ich darf nicht überladen werden. Wenn ich überladen werde, habe ich ein Problem. Dann komme ich nämlich nicht mehr heim. Und wir wollen jetzt als nächstes heim. In der Dose können wir noch eine mitnehmen. Oh, nur eine. Ja, sowas wie Insta-Püree, das bringt's einfach nicht, Leute. Das hat keinen Sinn, dass ich das mitnehme. Das ist einfach nicht wirklich viel Heilung und dafür wiegt es zu viel. Und so viel Heilung brauche ich jetzt ja auch nicht. Auch wenn ich mir im Anzug gerade so ein bisschen blute wahrscheinlich. Aber hey, was sonst? Gab nicht besonders... yeah! Jetzt können wir endlich die Luca-Cola abgeben. Ich freue mich. Das hat sich gelohnt. Schaut noch einmal in die Umgebung um. Sehr krass, oder? Nadinchen hat, also Trunksy hat sehr zu ihrer positiven Überraschung festgestellt, dass das Spiel ja doch gut aussieht. Wie kann das denn sein, ne? Das versteckt das Mechanisten, wirklich. Krass. Ja, Robco-Vertriebszentrale und dann so weit. Guck mal, so weit sind wir durch die Anlage gereist. Krass. Ja, aber wir können da keine Nahrung hinbringen. Wenn wir wirklich mal, ich werde es mal versuchen mit einem Leitstrahl irgendwann. Und dann kann ich vielleicht eine Versorgungsroute einrichten, dass da Nahrung hinkommt, aber sonst... Red Rocket Raststätte. Wir müssen unsere Rüstung unbedingt wieder reparieren. Oh Mann, Mann, Mann. Aber das war eine coole Quest, also ein schöner DLC. Story-DLC, wir haben sehr viel Hintergrundgeschichte über die Robohirne erfahren, was ich gut finde. Weil vorher hat man das mehr so spekuliert, ja, es waren halt Robohirne. Und es waren halt echte Gehirne drin, das hat man gesehen. Und viel mehr konnte man aber nicht wirklich erahnen. Warum sie halt aggressiv waren, vor allem nicht. Sie waren ja schon immer aggressiv. Sieht der Rekrutierungsleitstrahl? Ist nicht mehr an, hoffentlich. What? Wir haben nur 3 Energien, brauchen mehr? Wo? Achso, da hinten? Nee. Ich weiß nicht, wo wir hier Energie brauchen. Wo ist... Seid ihr alle neu? Ja, ihr seid nicht zugewiesen. Ach, Ada, ja. Ada sowieso nicht. Doch, du bist zugewiesen. Ihr steht einfach nur dagegen drum. Wow. Ja? Das sind die besten Siedler, die ich kenne. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ja. Kann man dir helfen? Du stehst da so ein bisschen auf deinem Bett. Na gut. Ist okay, ich meine, kannst du vollkommen, ne? Vollkommen okay, Freunde, vollkommen okay. Ada. Aufgepasst. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Aufgepasst. Und ich hätte gerne einfach alles, was du hast. Dankeschön. Denn das ist das Positive. Ach, sehr gut. Das ist das Positive, weil sie braucht ja nichts. Sie hat ja ihre Waffen. Die besteht aus Waffen, also. So, den Kram kann man einfach weghauen. Ich will auf jeden Fall noch dorthin. Station verlassen. Oh, ich höre Emily Winsel. Arme Hunde. Arme süße Hundchen. Ah, ich will ein paar Sachen weglegen. Das ist wichtig. Meine Waffen, davon irgendwas. Die Maschinenpistole will ich weglegen. Und die 2 Splitterminen können eigentlich auch erstmal weg. Nehmen wir mit, wenn ich sonst nichts mehr Gutes habe. Und den, ja, die Mechanistenrüstung werde ich auch einfach weglegen, weil ich werde sie wahrscheinlich niemals tragen. Allerhöchstens den Helm mal, aber ich finde das Militärbarett toll. Also warum sollte ich die Rüstung tragen?
Rechter Arm wahrscheinlich. 10% reduzierte Kosten im Watz. Na komm. Pfeift doch da gut drauf. Okay. Was können wir noch machen? Ich könnte. Ne, Rüstung habe ich gerade. Alles weggelegt, sonst. Ah ja, die Powerrüstung muss ich unbedingt noch reparieren. Und hoffentlich aufrüsten. Das werden wir jetzt, glaube ich, machen. Wir haben so viel Kleber. Die Powerrüstung wird aufgerüstet werden. So. Erstmal musst du repariert werden. Du bist schaut mal hier, wie die fast down sind, die Arme. Obwohl, hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Na, egal. Ach, da oben ist das linke Bein. Hey, ich dachte schon so, was wolltest du denn da hin? Okay, können wir dich auf Modell C bringen? Ja, wir können dich sogar auf Modell D bringen. Und wenn, dann wäre das auf jeden Fall sinnvoller. Dann lieber direkt Modell D. Sie passen ihre Rüstung an. Das ist klug. Ja, ich weiß. Mutti, ich weiß. Und du auch gleich auf Rüstung D? Dann bezahle ich nämlich weniger von. Und wir können hier jetzt Militärlackierung nehmen. Was haben wir noch? Bleiverkleidung, Strahlenresistenz, Energieresistenz, Energieresistenz, Schaden und Explosion, die Trefferpunkte. Titan kann ich noch nicht, weil ich noch kein Rüstmeister bin, dementsprechend. Was braucht Militär? Ach, eine Menge Kleber. Ne, das machen wir ganz zum Schluss. Wenn der Rest steht, dann können wir das in Erwägung ziehen. Auch den kann ich auf Modell D machen. Kostet auch wieder eine Menge Kleber, aber okay. Der Helm kann Modell D werden. Nice. Das Bein ist auch noch Modell B, kann auch Modell D werden. Aber ich will auf jeden Fall... Ja, die kalibrierten Stoßdämpfer in beiden Beinen haben. Ich will nämlich mehr Tragekapazität haben und du wirst auch Modell D. Und... I don't know. Alles Modell D jetzt? Ja, alles Modell D. Das ist klasse. Jetzt kann ich mich nämlich darum kümmern, dass wir ein paar Extras bekommen. Optimierte Armschienen. Starke Angriffe. Brauche ich eigentlich alles nicht. Den letzten, das hier wäre cool. Aber da brauchen wir halt auch noch Schmiedrang 3. Das Arme sind erstmal egal. Torso. Da haben wir wieder nur den Blutreiniger. Wäre eigentlich ganz gut. Obwohl sowas wie Tesla-Spulen fände ich geil. Tesla-Spulen fände ich awesome, Leute. Wow. Oh, und das repariert ja nicht mal voll. Das ist interessant. Tesla-Spulen fände ich richtig, richtig cool. Wenig Wissenschaft 3. Ah, damn. Beschleunigte Regeneration der Aktionspunkte. Nahkampfschaden zurück auf den Angreifer. Aktiviert Tarnkappe, solange du geduckt bist. Das werden wir früher oder später haben, Leute. Ich bin so gern am Schleichen. Düsenschub beim Springen. Oh, ein Jetpack wäre natürlich auch geil, ne? Ich wollte immer schon mal ein Jetpack ausprobieren bei dem Kram hier, weil ich weiß, dass es so geht. Oh, Leute, Jetpack. Aber das Rüstmeister Rang 4, Wissenschaft Rang 4, das wird noch lange dauern. Ich nehme erstmal Blutreiniger. Der gibt uns immerhin momentan einen direkten Effekt und das ist gut. Die Beine haben wir schon, den Helm haben wir auch, Helmlampe und Datenbank. Wer wollten wir eigentlich nicht? Aufklärungssensoren und sowas wäre noch nett, aber... Hier, der Strahlungsfilter entfernt Strahlung aus konsumiertem Wasser und konsumierter Nahrung. Nett! Brauche ich jetzt aber nicht so dringend. Nicht so dringend. Kann ich hier noch Militärlackierung drauf basteln? Ich meine, erhöht die Stärke ist gut, weil wir mehr tragen können. Also wäre das klasse eigentlich. Ja, kostet aber echt zu viel. Das werden wir beim nächsten Mal, wenn wir da ganz viel Kleber haben, machen. Aber wir haben die Rüstung stark, stark, stark verbessert. Ist jetzt komplett auf Modell D. T60D Rüstung. Cool. Cool, cool, cool. Und... Ja, können noch ein bisschen Schrott loswerden. Wow, wieso habe ich so viel Kram? Wartet mal, ich glaube, wir werden hier noch... nein. Hier will ich die... diversen Sachen... Ich weiß nicht, ob das diverse Sachen sind, Leute. Aber sie haben hier alle kein Gewicht. Also, ja doch, hier haben ein paar Sachen Gewicht. Was hat denn hier ein Gewicht? Kybernetische Schmerzunterdrückung. Ich will die aber noch behalten. Wir haben nur ganz wenige Sachen wirklich Gewicht. Wie die Stacheln. Wow. Die Tattoos? Und das Tagebuch ist sau viel wert. Sallys Tagebuch sollten wir mal anhören. Ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Nee, das da kann weg.
Ja, lagern wir es einfach mal, weil ich jetzt keinen Bock habe, da nochmal reinzugehen. Nö, sieht eigentlich ganz okay aus. Ein paar Sachen wiegen ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Und es sieht nicht so aus, als wären hier diese Mods drin. Dann sind das hier, ja, okay. Aber wenn ich jetzt eh alle freigeschaltet habe, kann ich die alle weglegen. Ja, guck mal, ich habe so viele und die wiegen alle was. Ich wusste, dass das Problem ist. Beinrüstung? Kann ich eigentlich auch weglegen, ne? Aus dem T60B funktioniert sowieso nicht mehr. Das ist halt so blöd. Hier ist nicht markiert, was ich gerade installiert habe, wirklich. Oder dass ich einfach sagen kann, okay, alles, was nicht installiert ist, wird verkauft. Dann. Weil würde ich so gerne jetzt machen. Das hier bringt mir doch gar nichts. Auch das hier, das ist alles, das sind alles Sachen, die wiegen. Grubehirnketten, wow. Aber ich meine, ich habe jetzt eh alle Mods freigeschaltet, also was soll's. Torsofutter kann weg. Fachbord Ahabshelm. Ist einfach ein Schädel, wow. Bester Kram. Mr. Handy, Frontkriegsherrn, Stachelplatten. Auch weg. Aber ich finde es cool, dass man jetzt Roboter bauen kann. Das ist ein schönes Add-on eigentlich. Ein schöner DLC dafür. DLC mag ich ja generell nicht. Also schöner DLC bitte in Anführungszeichen sehen. Weil ich finde DLCs an sich schon immer grenzwertigst. So, was machen wir als nächstes, Leute? Was steht als nächstes an? Wir könnten Hangman's Alley helfen, dass sie nicht überfallen werden weiter. Und das nee. Wir gehen wieder Nick holen. Dann machen wir die Hauptstory weiter momentan. Das würde ich schon sagen. Das wäre cool. Okay, sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Wir könnten doch mal ins Labor gehen, die Laborstation hier. Und nochmal gucken, was wir hier machen können. Fallen. Feuerwerke. Aber auch als Kleber für. Danke, das ist mir nicht wert. Wir können ein paar erfrischende Getränke machen mit Red Waste. Das ist natürlich fies, aber sie wiegen ein bisschen was. Ich will nichts mit Nuka-Cola machen, ne? 33% TP bekommen wir hier. Ah, interessant. Ist gut zu wissen. Wir können ein paar Reparatursätze machen. Wir haben genügend Stahl und Federn, wie ihr seht. Ist gut, dass wir immer so viel sammeln, finde ich. Ich finde das wirklich gut. Eine gute Sache. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Stell dich nicht so an, du stehst so hier nur in der Gegend rum, du machst doch nichts. Rüstung, weiß ich nicht. Aber kochen ist wichtig. Habe ich noch irgendwas übrig oder habe ich alles eingenommen? Okay, hier ist was. Mutantenhundekeulen. Ja, das war es dann schon, wow. Ja, traurig. Traurig. Hier noch was? Nein. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch was wirklich viel besser machen könnten. Ich meine, verstärkt. Wir können Fiberglas machen. Fiberglas wäre sogar besser, aber wird natürlich das Ding auch schwerer machen. Oh, what the hell. Hier tragen sie mal als Rüstung, also was soll's. Linkes Bein. Die ist noch nicht besser. Gussharz, verbessert Schaden und Energieresistenz. Oder ist der Kleber weg. Und das ist rechtes Bein, linkes Bein. Ja, die sind jetzt relativ gleich auf. Obwohl die nur laminiert ist? Da wäre Gussharz besser. Egal. Läuft. So, Leute. Ich will nochmal ordentlich speichern. So. Einen Tag sind wir schon am Spielen. Wir sind fast 2 Tage am Spielen. Das ist schon krass. Dabei sagt Steam sogar noch mehr. über 50 Stunden schon. Ja, wir wollen nach... Ach komm, das können wir auch gerade laufen, das Stück. Wenn ich wüsste, in welche Richtung es geht. Straße folgen. Yay! Freedom Trail wäre jetzt eigentlich noch, bevor wir weitermachen. Der Hund und der Typ immer noch da rumfliegt. Freedom Trail. Freedom Trail. Ach, deshalb die da. Die brauchen Wasser, okay. Im Einzugsbereich. Weißt du was? Wir schicken hier einen weg. Hier muss irgendwo noch einer rumlaufen, der... keine Ahnung, irgendwie ein Problem hat. Ich will sie aber wieder zum Mechanisten schicken. Unbedingt. Oh, da haben wir keinen. Nicht der ein Problem hat, sondern der... Wow. Wow. Wir haben Brahmin in the house.
großartig. Du bist zugewiesen zum Essen machen. Vielleicht auch ganz gut so. Ja, der hat... Warum verlieren die manchmal ihre... was auch immer sie tun sollen, Sachen? Finde ich ein bisschen doof. Du wirst plündern. Mach. Finde ich echt doof. Ja, du bist Kleidungsfutzel. Wo sind die anderen bitte? Wir haben doch hier ein riesiges Haus voller Betten, ne? Vielleicht sollte ich mal da nachgucken. Wir haben ja Nacht. Einmal hier ein Haus voll mit Betten. Da steht die alte noch. Könnte ich wegschicken, ne? Du solltest Essen machen. Du oder Schabracke. Das wäre nicht mal voll gut. Kann ich dir einfach sagen, soll ich hinsetzen? Ne. Nö, kann ich nicht, okay. Komisch. Du bist als Waffenverkäufer. Genau, du auch. Du bist für Essen zuständig. Wir brauchen ein paar Leute an Essen. Wir haben 14. Das muss, ne, das muss. Aber hier muss doch irgendwo einer rumlaufen. Ein einziger Trottel. Den wir hier sagen können, Leute, hier, lauf. Go, go, go. Ja, die Größe ist auch schon echt groß. Bett ohne Person drin. Du bist der Dingsverkäufer. Ach, du bist auch Essen zugewiesen. So kack. Futtert alle zu viel, Leute. Das geht ja mal gar nicht. Das war der Gastronomie-Typ. Das Pierhaus ist unseres, glaube ich. Damit dürfen hier keine Betten drinstehen. Ja, unser Haus wird nicht entweiht. Ganz einfach. Oh, der Anfang dieses Spiels war toll, ne? Ich mochte den voll. Gemein, dass wir uns das Kind stehlen, aber ich meine, naja. Irgendwo muss ja die Story anfangen, ne? Irgendeine Motivation müssen wir ja haben. Und es war bis jetzt fast immer Kind. Oder irgendein Verwandter, der weg war auf einmal. Bist du jemand? Nein, du bist Nick. Ich könnte Nick halt sagen, er soll gehen, glaube ich, aber nee. Pff, keine Ahnung, nehmen wir einen von den Geschäften weg oder so? Ich weiß gar nicht, ob hier der Funkleitstrahl noch an ist. Sollten wir vielleicht mal checken. Ja, dich will ich auf gar keinen Fall dahin schicken. Du! Wachposten, brauchen wir nicht. Du wirst Versorgungsroute und zwar nach... Verstecktes Mechanisten. Gut, have fun. So, jetzt haben wir nämlich auch eine Versorgungsroute hin und läuft. Und währenddessen könnte ich jetzt noch Nick holen und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Nick, du warst eben noch hier. Nick? Da ist der Nick. Hey Freund, ne? Das Institut behandelt Zins wie Werkzeug, das man einfach so wegwerfen kann. Ja, das Nick. Institut, ne? Sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. Gut. Gehen wir. Du gehst bitte in das Versteck des Mechanisten. Denn ich denke, da fühlt sich Ada auch wohl. Das findet sie gut. Das Leben meines machen. Detektivs ist nicht leicht. So, wir gehen jetzt nochmal zur Red Rocket. Ich werde den Part jetzt auch hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen. Ich denke mal Freedom Trail, I guess. I don't know for sure. Maybe. Erstmal Nuka-Cola. Da werde ich jetzt gleich hinreisen. In Powerrüstung, weil Freedom Trail mache ich nur in Powerrüstung. Ihr wisst, was da antanzt. Was da plötzlich einfach mal so ankommt. Anstampft. Und, ja. Weißt du was? Du hast doch nichts zu tun, oder? Okay. Das machen wir noch schnell. Umbenennen. Jezebel. Torso. Robohirn. Das braucht leider auch Kleber. Aber hier haben wir auf einmal wieder Kleber. Das ist komisch. Ich will dir erstmal keine Rüstung geben. Robohirn. Rechter Arm, Robohirn, Beine,
Probehirnketten. Ist mir ganz egal, was das kostet. Wir werden eh wieder Zeug basteln und so. Farbe. Ich finde Dunkelblau ganz schön. Kostet auch nichts. Okay, und jetzt könnten wir dir noch eine Kopfrüstung geben. Wow, das ist auch geil. Schildkrötenhelm. Spartanerhelm. Das ist ja sehr geil, ne? Ach, die brauchen wir noch Rüstmeister. Bonusschaden auf Körperteile. Und kann bei Benutzung kaputt gehen, wow. Schadensenergiereduzenz. Warum nicht ein Hydraulikgestell vielleicht? Erhöht Schadensresistenz der Schildkrötenhelm. 32 und der kommt auch. Wow, 50? Wie das denn bitte? Okay, dann kriegst du den. Ja, nehmen wir Hydraulikgestell. Und Level Up, yay! Torso, Front mit Extras. Ist mir eigentlich egal. Aber eine Rüstung kriegst du noch. Mit mehr Tragekapazität, was soll's. Heckrüstung. Ja, mehr Tragekapazität. Ich will einfach nur Tragekapazität geben, warum nicht? Sie wird halt dazu missbraucht. Armrüstung, du hast eine Clownhand, Schlagstock, Flammenwerfer. Linke Laserhand wäre Standard. Robohirn, linke Rauchklaue. Gasbombe ab. Und das sind die ganzen Robohirn-Sachen, okay. Automatik-Laserhand. Schießt kryogenisches Spray, das ist natürlich auch geil. Kryogenisches Spray, Leute, oder? Ne, den Automatik-Laser, weil der kostet weniger. The most toys, yay, ich habe ganz viel Zeug wahrscheinlich gebastelt, ne? Ich habe Build 10 Robot Mods. Ja, cool. Rechter Arm. Und da bekommst du auch wieder Robohirn Crap. Wow, Hammer. Wie krank. Chance auf Taumel. Einfach ein Hammer dran gebastelt. Eigentlich wäre ich dafür, dass du. Ne, du bekommst zwei Automatiklaserhände. Ist okay. Hand. Es gibt auch Rüstung für die Hände selbst. Schon ein bisschen Arsch, ne? Aber dafür kostet mich natürlich wieder Rüstmeister. Aber ich denke mal, das hier ist wieder das Beste. Armrüstung können wir auch noch geben. Wow. Schadensenergieresistenz sowie Energie- und Nahkampfschaden. Das ist cool. Läuft. Gehen wir dann auf den anderen Arm. So, was können wir denn noch geben? Den Beinen, die Hüftrüstung. Auch ein Voltaikgestell. Läuft. Läuft. Guck mal, jetzt bist du richtig cool, sage ich dir. Die Handrüstung, die linke Hand fehlt noch, dann haben wir es voll. Ja, geht. Okay. Ach nee, ich hab. Doch, ich hatte Akutato gestellt oder sowas, das da war, ne? Ich glaube schon. Auch in der linken Hand. Warum ist das eine Protectron-Automatik-Laserhand? Ich dachte, das wäre Robohirn. Das ist das Einzige, was Robohirn... Aber ist egal, dann hat es eine Protectron-Hand, ist mir doch wurscht. Instabil Explosiv... Wer macht da bitte einen Explosiv-Minigun dran? Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir ganz viel Crap verschwendet. Aber egal. Mal gucken, was sie dazu sagt. Habe ich jetzt Zeit für meine Berechnung von Pi bis zur letzten Nachkommastelle. Gehen ja. Sie weg. Haben Sie mich nicht schon genug gequält? Sag mal, wie wär's, wenn du dich nützlich machst und einfach ein bisschen wachst? Du bist ein Wachroboter. Oder? Warte mal. Können wir dir was anderes zuweisen? Du könntest plündern gehen. Warum nicht? Have fun. Dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Wo kam der denn jetzt her? Warum ist er da oben gewesen?
Egal, Leute, das fragen wir gar nicht erst nach. Wir haben Jezebel mal einen ordentlichen Körper gegeben. Ist das nicht toll? Fehlgeschlagen, Hangman's Alley. Ja, dumm. Dumm gelaufen, aber ich glaube, das ist auch mehr optional. Das sind mehr so, ja, kann man mal machen, Quest. Ja, beim nächsten Mal hoffentlich seid ihr wieder dabei und wir machen dann wahrscheinlich den Freedom Trail. Erst geben wir Nuka-Cola abgeben, dann machen wir Freedom Trail, würde ich sagen. Bis dann, Leute. Tschüss.